Wir haben bisher vieles in der Serie über die ersten Kapitel in Genesis gelernt. Was es auf sich hat mit der Schöpfung, inwiefern das passiert ist, was die Tage hier auch bei aussagen. Und dass tatsächlich die Menschen aus Genesis 1 nicht die Menschen sind aus Genesis 2, sondern ein Vorreiter. Dass eine Interpretation von 6 Tagen Schöpfung aus dem Nichts unmöglich wird, haben wir im letzten Video gesehen. Durch Genesis 2 und die Verwendung von den Tagen. Im Bereich von Garten Eden gab es noch keine Kulturpflanzen und Wildpflanzen. Bei den Wildpflanzen wurde Regen geschickt und bei den Kulturpflanzen kam der Mensch. Aber wie entstand der Mensch? Was passiert jetzt bei der Erschaffung des Menschen, bei der Erschaffung Adams in Vers 7? Hier wird geschrieben, dass er den Menschen aus Erde vom Acker, in der Luther-Übersetzung, erschuf. Und da ist jetzt der Fall, da steht Afar min ha'adama in dem hebräischen Urtext, was wörtlich heißt Staub vom Erdboden. Und das Aus vor dem Staub, beziehungsweise hier in der Luther-Übersetzung, das Aus vor Erde, das steht da nicht. Das findet sich im Hebräischen nicht, denn es steht keine Präposition min vor afar. Dementsprechend muss es nicht unbedingt heißen Ausstaub vom Erdboden, das ist auch eine mögliche Übersetzung, aber es ist ebenfalls genauso möglich, er schuf ihn als Staub vom Erdboden oder wie Staub vom Erdboden. Daraus wird sich ergeben, dass der Mensch nur wie Staub erschaffen wurde. Das drückt somit seine Sterblichkeit bzw. Vergänglichkeit aus. Diese Vermutung hat erstmal nichts damit zu tun, dass hier kein Min steht, aber dass da kein Min steht, gibt uns schon mal so den Link in die richtige Richtung. Deswegen habe ich das angesprochen. Aber da gleich noch zu mehr. So, diese Vermutung jetzt allerdings wird viel deutlicher in Hiob 10,9. Denn in Hiob 10,9 sagt Hiob, dass er wie Chomer, Lehm, gemacht wurde. Er wurde wie Lehm gemacht. Können wir hier schauen. Bedenke doch, dass du mich aus Erde gemacht hast. Chomer heißt aber eigentlich Lehm. Und lässt mich wieder zum Staub zurückkehren. So, jetzt ist die Sache, Afar, wie es hier in Genesis 2,7 steht, ist aber nicht Chomer in Hiob. Das ist ein anderes Wort, also was benutzt wird. Warum wurde dann Hiob wie Lehm gemacht, wenn hier von Staub steht? Wenn er da jetzt irgendwie einen Bezug zu nehmen wollen würde. Müsste stattdessen nicht Afar da stehen, wenn es sich jetzt hier zurück auf Genesis 2 beziehen sollte? Aber da fällt einem auf, aber auch Afar wird nicht wirklich Sinn machen, weil Hiob ja hier über sich redet in Hiob 10,9 und nicht über Adam. Denn wurde Hiob eigenständig erschaffen wie Lehm und hat somit keine Vorfahren? Nein, das heißt natürlich nicht. Und das wird sogar direkt durch Hiob 10,18 ausgeschlossen, denn da steht, dass Hiob aus dem Leib seiner Mutter kam. Also, das ist natürlich nicht gemeint. Das bedeutet hier eindeutig dann eher sowas wie, er wurde sterblich erschaffen. Er ist also vergänglich und das heißt nicht, dass er tatsächlich wortwörtlich aus Lehm geformt wurde. Das heißt es nicht. Das würde aber auch dann gelten, wenn die Präposition min tatsächlich dort stehen würde. Weil das hatte ich ja eben jetzt angesprochen mit min afare, afare, ne? Das wird aber trotzdem immer noch gelten, wenn min da stehen würde, denn das wird auch an einer anderen Stelle in Hiob nochmal deutlich. In Hiob 33,6 steht das Gleiche, nämlich nochmal, hier redet allerdings Elihu zu Hiob und da sagt er eben über sich, dass ähnlich, dass er ebenfalls Mechomer ist, also dass er ebenfalls aus Lehm ist. Die Bedeutung dazu weiterhin analog, es soll hier immer noch die Vergänglichkeit ausdrücken. Auch im Psalm 103, in Vers 14 wird der Mensch generell als Staub bezeichnet. Da sehen wir das also auch. Dass damit dann die Sterblichkeit gemeint ist, geht dann aus Psalm 103, Vers 15 bis 16 hervor, wo der Mensch mit einer Blüte verglichen wird, die verschwindet, wenn Wind weht. Dasselbe gilt auch noch für Kohelet 3, Vers 20. Man mag jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, Adam, aber wie kann es sein, dass er sterblich erschaffen wurde? Es ist doch so, dass er unsterblich erschaffen wurde und dann erst durch den Sündenfall, oder nicht? Aber bei genauer Betrachtung des Textes ist das nicht der Fall, denn in Genesis 3,22 ist es nämlich explizit der Baum des Lebens, der dem Menschen ewiges Leben bringen wird. Also es ist nicht, dass der Mensch unsterblich erschaffen wurde, sondern es ist eher, er hätte den Zugriff zu dem Baum des Lebens gehabt, was ihm aber dann verwehrt wurde, nachdem dann der Sündenfall gewesen ist. Also, er kann nicht bereits unsterblich erschaffen sein, weil sonst macht es auch keinen Sinn, warum er überhaupt den Baum des Lebens bräuchte.
So, dann gibt es zu dieser Stelle ebenfalls noch zwei Einwände, auf die werde ich jetzt nicht eingehen, die werden wir später noch behandeln. Und zwar Römer 5 und 1. Korinther 15, wo es ebenfalls um Adam geht und um die erste Sünde, die getan wurde. Und ob das jetzt bedeuten müsste, dass Adam unsterblich erschaffen wurde und ob er der erste Mensch war, etc. pp. Aber darauf gehen wir später ein. So, dieses aus Erde, beziehungsweise aus Erde vom Acker, da geht es ja eher um das vom Acker. Minha Adama im Hebräischen. Das wird genauso benutzt in Genesis 2,9 für die Bäume und ebenfalls in Genesis 2,19 für die Tiere. Deswegen wollen wir uns auch anschauen, was hat es jetzt damit auf sich? Im Endeffekt ist es analog wie in Genesis 2,7. Es geht hier ebenfalls um eine Erschaffung als sterblich bzw. vergänglich. Also die Tiere und Bäume wurden vergänglich erschaffen. In Genesis 3,19 wird beispielsweise beschrieben, dass der Mann von der Erde genommen wurde. Also nicht einfach nur mit Offare dann noch weiterhin, sondern eben auch einfach Adama. Also, Ha-Adama ki mimena lukachta. Also die Erde oder der Boden, denn von ihr, von ihm wurdest du genommen. Und da geht es dann eben um die Bestrafung nach dem Sündenfall, die damit zusammenhängt. Und da wird er eben direkt auch damit identifiziert, dass er von der Erde genommen wird oder wurde. Und es ist nicht nur der Fall, dass er Afar Minha Adama ist, sondern er ist Minha Adama ebenfalls. Und das ist eben analog zu Genesis 2,9 und Genesis 2,19, wie wir es hier haben. Minha Adama sowohl für Bäume als auch für Tiere. Und die wurden also alle von der Erde genommen. Dementsprechend wird das halt gleichgesetzt und somit heißt es, dass das alles vergänglich ist. Und um es noch ein bisschen genauer zu machen, hier in Genesis 3,19 können wir nochmal kurz aufrufen. Hier im Hebräischen wird es eben direkt auch mit Offare gleichgesetzt. Also, Otshuvcha el Hadamah, kimimena lukachta. Und jetzt, ki ofarata, denn Staub bist du. Und das, was wir jetzt gerade hatten, also quasi el Hadamah zur Erde, kimimena lukachta, das hatten wir ja gerade. Und dann direkt danach, ki den ofarata. Sprich, das wird gleichgesetzt. Und diese Gleichsetzung sagt dann quasi einfach nur aus, ja, das ist auch genau das, was wir haben bei Tieren und bei den Bäumen in Genesis 2. Wir hatten ja schon diskutiert, dass Genesis 2 eine unterschiedliche Reihenfolge hat als Genesis 1. Was das jetzt aber genauer auf sich hat, wollen wir jetzt diskutieren. Denn in Genesis 2 hatten wir ja schon erwähnt, dass die ganzen vorherigen Verse ab Vers 5, dass es den Garten Eden einfach beschreibt. Aber wir hatten jetzt noch nicht gesagt, was ist mit den Tieren und mit den Bäumen, die ja jetzt noch hier erschaffen werden, auf sich hat. Weil wir haben ja gesagt, okay, es geht hier nicht einfach um ein Erschaffen, sondern es geht hier darum, generell, sie wurden als vergänglich gemacht. Sie wurden vergänglich gemacht. Es geht hier nicht darum, dass die jetzt gemacht wurden. Denn die Reihenfolge, die wir jetzt hatten, war ja in Genesis 1 Baum, Tier und dann Mensch. Aber wie gesagt, abgesehen davon, dass es hier nicht um die gesamte Erde geht, sondern nur um Eden, bei näherer Betrachtung fällt einem aber auf, dass es hier gar nicht um den Zeitpunkt der Entstehung geht, sondern um die Beziehung vom Menschen zu diesen Schöpfungen, zu diesen Werken. Also in Genesis 2,9 zum Beispiel finden wir ja hier, es heißt hier, und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, aber das steht hier gar nicht im Zentrum. Im Zentrum steht, was danach kommt. Nämlich, dass die Bäume Nahrung geben und dass es den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gibt. Darum geht es. Das ist der Hauptpunkt. Und das ist wiederum eine besondere Funktion. Also es geht hier wieder um Funktionen, was hier der Fokus ist. Genauso wie in Genesis 1. Da war auch schon Fokus auf Funktion. Und auch natürlich am Anfang von Genesis 2 durch das mit der Begründung und dann die Lösung, die da gegeben wurden, das ist natürlich ebenfalls funktionell. Und es geht hier also weniger um die Entstehung an sich. Diesen Bericht also ist eine chronologische Erzählung ebenfalls gar nicht wichtig. Es geht hier eher um die Beziehung zwischen den Schöpfungen. Das ist von Interesse. Und es wird zwar, wie gesagt, erwähnt, dass die Bäume aufwachsen, aber wann das passierte, spielt hier für den Autor keine Rolle.
Weil das Zeitliche, was man hier einfach nur verstehen muss, ist, dass der Mensch hier in dem Garten ist und auf den Mensch bezogen dienen jetzt die Bäume. So muss man das verstehen. Natürlich, irgendwann sind die mal aufgewachsen, aber wann das passierte, das ist hier chronologisch, ist das nicht relevant für den Autor. Ähnlich ist das auch noch in Vers 19 bei der Erschaffung der Tiere. Denn da, auch wie in Vers 9, geht es nicht um eine chronologische Beschreibung, sondern die Tiere wurden hier ebenfalls für eine Funktion gemacht. Die wurden zwar gemacht, aber das steht nicht so im Zentrum. Im Zentrum steht einfach nur, dass Gott die Tiere zu Adam bringt. Und Adam sollte die Tiere dann benennen. Das ist ja, was hier geschrieben steht. Und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Hier geht es wieder um eine Zuschreibung. Adam gibt den Tieren die Namen und das ist eben die Funktion, die hier erfüllt werden soll. Und durch das Benennen der Tiere bringt Adam somit Ordnung in die Schöpfung, in chaotischen oder teilweise chaotischen Zustand, zu einer Ordnung. Hier wird somit dann Stabilität in der Schöpfung etabliert. Und das ist quasi, worum es hier geht. Jetzt ist die Sache, ein paar Verse davor haben wir eine Anweisung an den Menschen. Und zwar, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, das hatten wir eben schon, aber mit der Funktion, dass er ihn bebaute und bewahrte. Hier ist auch nochmal relevant, was für Worte benutzt werden, weil so wie wir das jetzt erstmal lesen würden, bebauen und bewahren, einfach nur da etwas anbauen und die Felder irgendwie in dem Garten bebauen und sowas. Aber wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann finden wir hier die Worte, das sind hier zwei Infinitive, le ofdah u le shomrah, was im Endeffekt heißt, ihn zu arbeiten und zu bewahren, weil es eben hier auf den Garten bezogen ist, sind natürlich Feminin-Endungen hier im Hebräischen, das ach ist feminin. Aber jetzt zu der Wortwahl, die Verben, also die Infinitive, kommen von den Wurzeln shamar und ovad. Und diese beiden Wurzeln mit den entsprechenden Substantiven, die daraus generiert werden, wie Avodah oder Mishmeret und so, diese Worte werden hier zusammen benutzt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wo das noch vorkommt, dass diese Begriffe zusammen auftauchen. Entweder direkt im gleichen Vers oder einen Vers später dann, sodass direkt der Kontext ist. Und wenn wir uns dann anschauen, wo das überall der Fall ist, dann gibt es zwei Arten von Fällen, die dann auftreten. Und zwar erstens wird es benutzt, wenn es um das Halten der Gebote des Herrn geht und um den Dienst ihm gegenüber. Hierfür die ganzen Referenzen, das sind tatsächlich alle Referenzen, die es zu diesen Stellen, zu diesen Fällen gibt. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es um einen priesterlichen Dienst geht, um ein priesterliches Amt. Das sind vor allem die ganzen Stellen in Numeri, aber auch eben in dem späteren Tempel auch weiter hinten. Jetzt müssen wir uns schauen, was ist hier sinnvoller? Weil hier sind keine Gebote erwähnt. Hier sind keine Gebote des Herrn erwähnt, die irgendwie zu halten sind. Dementsprechend würde sich aus dem Kontext ableiten, dass es hier um einen priesterlichen Dienst geht. Jetzt habe ich noch aufgeschrieben, es gibt noch eine einzige Ausnahme, die es gab, und zwar Hosea 12, 13. Da ist es der Fall, dass auch diese beiden Wörter direkt nacheinander benutzt werden, aber da bezieht sich das auf unterschiedliche Objekte und es ist anscheinend nur Zufall, dass die hier zusammen benutzt werden, weil da ist jetzt kein direkter Kontext von dem einen Objekt zum anderen. Dementsprechend, das ist Zufall, aber alle anderen direkten Benutzungen davon, und das ist hierbei genauso, weil es sich auf das Gleiche bezieht, was wir durch den Suffix sehen mit dem Ach, dass sich das auf den Garten bezieht, zumindest vermutlich auf den Garten. Deswegen können wir sagen, das ist nicht der Fall, das ist hier nicht so eine Ausnahme. Dementsprechend geht es dann wohl um priesterliche Sprache, die hier benutzt wird. Genauso wie in Numeri und dann später in Chroniken und einmal auch in Hesekiel. Das bedeutet im Endeffekt, dass Adam und später auch Eva, wie wir im weiteren Text sehen werden, aber hier erstmal Adam, dass Adam in den Garten Eden gesetzt wurde, um priesterliche Aufgaben zu erfüllen. Und wir haben ja schon gesagt, dass das der Tempel des Herrn ist, das ganze Universum. Das Zentrum hierbei soll jetzt der Garten Eden sein.
Das soll jetzt das Zentrum darstellen. Und im Zentrum selber ist dann, genauso wie später im Tempel auch, der Hohepriester. Und Adam soll jetzt ebenfalls priesterliche Aufgaben hier im Garten übernehmen. Das passt genau zu dem ganzen Narrativ in Genesis 1, dass es sich um eine Einweihung von einem Tempel handelt. Mit dem Kontext, den wir jetzt haben, in Bezug zu der priesterlichen Aufgabe, schauen wir uns nochmal das Ganze in Genesis 2,7 bei der Erschaffung von Adam an. Und zwar ist es hier der Fall, dass dort Yatzar benutzt wird. Also in Vers 7 Yatzar. Und Yatzar, was wörtlich Form heißt, muss ebenfalls nicht ein materielles Form bedeuten. Es wird zum Beispiel auch geformt, hier die ganzen Referenzen dafür, Unheil oder auch Sommer und Winter oder auch Ereignisse. Das ist natürlich nicht materiell. Also ein passendes Verständnis in den Fällen kann man zum Beispiel statt Form sowas wie Anordnen haben. Und so könnte man hier dann auch sagen, Gott ordnete den Menschen an als ein sterbliches Wesen. Dass das quasi ist, was Genesis 2,7 aussagt. Also anordnen im Sinne von, er wies ihnen diese Eigenschaft zu. Gott ordnete den Menschen an als ein sterbliches Wesen. So kann man das verstehen. Jetzt ist die Sache, da mag man vielleicht sagen, ja gut, aber in 1. Timotheus 2,13, da schreibt doch Paulus Folgendes, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und dass das von seiner Sprache eher so aussagen würde, dass es tatsächlich um materielle Erschaffung geht oder materielle Formung. Allerdings ist, abgesehen von 1. Timotheus 2,13, das Wort, was da benutzt wird, plasso, nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament und in der ganzen Septuaginta auch nur in Genesis 2,7 und Genesis 2,19, was die Erschaffung von den Tieren und von Adam ist. Sprich, so wie Yatzar an den beiden Stellen ebenfalls benutzt wird. Und dann haben wir außer 1. Timotheus 2,13 noch eine Stelle in Römer. Und in Römer 9,20 wird es ebenfalls verwendet. Dort wird eine rhetorische Frage über das Werk eines Formenden gestellt. Das ist die Stelle hier, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Meister, das ist das Wort, um das es hier geht. Wörtlich heißt es der Formende. Hier wird eine Frage, eine rhetorische Frage, über das Werk des Formenden, wie gesagt, gestellt. Wir haben es ja gerade gelesen. Und der Formende wird als Vergleich für Gott benutzt, für Gott verwendet. Und das Werk als Vergleich für den Menschen. Da Paulus diese Frage an die Römer stellt, ist natürlich in Bezug auf Gott nicht gemeint, dass die Römer durch ihn materiell geformt wurden. Vielmehr geht es um ein Anordnen des Menschen als ein lebendiges Wesen durch Gott. Das ist, was da gemeint ist. Also quasi, du bist doch einfach nur ein Mensch, aber Gott hat dich ins Leben gerufen. So, um die Sache geht es. Und Gott ist der Grund, warum der Mensch überhaupt lebendig ist. Dementsprechend kann man das genauso auch verstehen in 1. Timotheus 2,13. Zuerst wurde Adam angeordnet, dass er den Garten behüte und bearbeite. Das war also seine Funktion, die ihm gegeben wurde, wie wir jetzt in Genesis 2,15 gelesen hatten. Dies geschieht im Rahmen einer priesterlichen Rolle, wie gesagt. Und erst danach wurde auch Eva zu dieser priesterlichen Rolle angeordnet. Und das schauen wir uns jetzt gleich noch an. Die Erschaffung von Eva finden wir nämlich in Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen über den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Das Wort, was hier benutzt wird für Rippe oder Rippen, ist Zela. Und Zela heißt an jeder einzelnen Stelle, bis auf Genesis 2, immer im Alten Testament Seite. Dementsprechend heißt es, dass man diese Stelle auch einfach als Seite interpretieren kann und nicht als Rippe. Es kommt 41 Mal im Alten Testament vor, wie gesagt, sonst kein einziges Mal Rippe. Und auch bei den Übersetzungen ist das ähnlich. Bei der, und ich sage übrigens nicht, dass es unmöglich Rippe heißen kann. Es kann Rippe heißen, aber es muss nicht Rippe heißen. Es kann ebenfalls genauso einfach Seite heißen. Sprich, die Tradition sagt einfach nur, es sei Rippe. In der aramäischen Übersetzung wird beispielsweise Olra benutzt, was ebenfalls neben Rippe ebenfalls Seite bedeuten kann. Hier eine Referenz, wo es Seite heißt. Genauso in der Septuaginta-Übersetzung, da wird Pleura benutzt und das ebenfalls kann nicht nur Rippe, sondern ebenfalls Seite bedeuten. Und auch in der Vulgata-Übersetzung, wo Costa benutzt wird, da haben wir auch Referenzen, wo das als Seite benutzt wird. So, dass es aber hier tatsächlich Seite heißen muss und eben nicht Rippe, wird durch Vers 23 deutlich.
Hier steht nämlich, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Wie? Von meinem Fleisch? Rippe ist aber Knochen. Es gibt kein Fleisch an einer Rippe. Das wäre dann nicht mehr die Rippe. Das wäre dann um die Rippe rum. Dementsprechend ist also durch Vers 23 klar, nein, es muss hier um die Seite gehen. Es kann hier nicht um die Rippe einfach gehen. Es ist jetzt der Fall, dass das nicht eine neue Sache ist, keine neue Interpretation. Genau dieses Verständnis finden wir auch schon in verschiedenen jüdischen Quellen, dass es eben hier nicht um Rippe geht, sondern dass es hier um Seite geht. So zum Beispiel in Bereshit Rabbah 8.1, Bereshit Rabbah 17.6, Irvin 18.15 und auch Rashi schreibt das in seinem Kommentar zu Genesis 2.21. Also was hier passierte ist, Gott baute die Frau nicht aus einer Rippe, sondern aus seiner Seite, aus seiner ganzen Seite. Das wird jetzt auch noch sinnvoller, wenn wir betrachten, als was Eva geschaffen werden sollte. Und zwar wird zweimal das nämlich erwähnt, hier Genesis 2.18, Gehilfin, und Genesis 2.20 genauso Gehilfin, hat keine Gehilfin gewonnen. Und dieses Gehilfin ist im Hebräischen äußere Konnektor. Äußere Konnektor heißt wörtlich übersetzt Hilfe wie ihm gegenüber. Nektor, ihm gegenüber, Konnektor wie ihm gegenüber, äußere Hilfe, also äußere Konnektor, Hilfe wie ihm gegenüber. Das ist jetzt super interessant, weil man hat dann im Endeffekt die Hilfe, welche aus seiner anderen Seite ist und erst noch die eine Seite, das heißt, es ist direkt ihm gegenüber. Das ist super interessant. Und die LXX, also die Septuaginta, die übersetzt es auch ähnlich, Boethos, Homoe Soto, also Helfer ihm gleich. Auch der gleiche Gedanke. So, jetzt wird ja noch in Vers 21 von dem tiefen Schlaf berichtet. Tardema ist das im Hebräischen. Und Tardema, der Adam überkommt, beschreibt einen sehr intensiven Schlaf und wird verwendet in zwei Fällen. Und zwar, erster Fall, wenn Gefahr droht und die Person ist in so einem tiefen Schlaf, dass sie das nicht mitbekommt. Es ist meistens ein Schlaf, der gesandt wird, sodass sie extra schwer schlafen, dass sie extra intensiv schlafen. Hierfür die Referenzen. Und es gibt auch noch den Fall, dass kurz bevor jemand eine Vision oder Offenbarung von Gott erhält, dass er dann in eine Art Trancezustand oder einen Schlaf fällt. Und das ist eben auch, was wir in den anderen Stellen hier finden. Bei diesen beiden Optionen ist jetzt die Sache, es wird hier keine Gefahr beschrieben. Dementsprechend geht hervor, dass es wohl letzterer Fall ist. Wenn wir hier also sagen würden, dass es hier um eine Vision geht, die Adam von Gott bekommt, also was ihm gezeigt wird, in einem Traum oder so, nachdem er in den tiefen Schlaf fällt, dann wird das durchaus sehr viel Sinn geben. Denn in Genesis 2.21 in der griechischen Übersetzung in der Septuaginta steht zum Beispiel Ekstasis. Und das beschreibt den Zustand bei Visionen, beispielsweise in Apostelgeschichte 10, 11 oder 22. Und auch diese Interpretation, dass es hier um einen Traumzustand geht, das wurde beispielsweise auch schon von Tertullian oder auch von Ephrem den Syrer beschrieben. Auch sehr interessant. Also christliche Gelehrte haben das auch schon gesehen. Und Tardema würde somit bedeuten, dass Adam in einen tiefen Schlaf fällt, um eine Vision von Gott zu erhalten über die Rolle der Frau. Adam wird somit in seiner Vision in zwei Teile geteilt und eine Seite wird zur Frau und die andere Seite wird mit Fleisch geschlossen zum Mann. Also wir haben Frau und Mann. Und was jetzt interessant wird, direkt danach wird zum ersten Mal erwähnt Mann und Frau, nämlich Ish und Isha. Vorher wurde das noch nie erwähnt, da stand immer nur Adam, immer nur Mensch. Aber jetzt, aus Adam wurde Ish und Isha, nachdem er in zwei Teile geteilt wurde und aus der einen Seite die Frau wurde, aus der anderen Seite der Mann. Jetzt haben wir Ish und Isha. Und das Beste ist jetzt noch, nach Vers 23, wo wir das haben, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männer nennen, Isha, das ist jetzt hier ein Wortspiel, was wiedergegeben werden soll vom Hebräischen, weil sie vom Manne Ish genommen ist. Und jetzt in Vers 24 steht da, darum, also was vorher folgt, ist die Begründung für das, was jetzt kommt.
Darum, im Hebräischen Olkein, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Das heißt, wir haben diese Aufteilung, die wir gerade beschrieben hatten, und dann kommen die zusammen in Form einer Ehe und in Form einer sexuellen Vereinigung und dann werden sie wieder zu einem Fleisch, so wie es war. Das ist super interessant. Also im Endeffekt, ohne die Frau ist der Mann nicht vollständig. Die gehören zusammen. Sie brauchen sich. Nur zusammen fungieren sie als vollständiges Paar. Und auch genau als vollständiges Paar sollen sie eben auch in dem Garten die priesterlichen Funktionen erfüllen. Dazu gleich noch mehr. Jetzt ist noch der Fall zu dem Tardema, zu dieser Vision durch den tiefen Schlaf, die gekommen ist. Wir haben in dem äußeren Connecto, was ich eben gesagt hatte, Hilfe wie ihm gegenüber. Da haben wir auch noch einen kleinen Hinweis, dass es tatsächlich nicht um eine physische Beschreibung hingeht. Nämlich in dem äußeren Connecto haben wir das die K-Präposition, also die Kaff-Präposition. Und die drückt einen Vergleich aus. Somit ist es dann nicht einfach nur Hilfe ihm gegenüber, sondern Hilfe wie ihm gegenüber. Und dieses wie kündigt so ein bisschen an, gibt zumindest einen kleinen Hinweis darauf, dass es nicht physisch ist, was hier beschrieben wird, sondern dass es einfach nur die Rolle ist. Das ist auch super interessant. Und als erstes priesterliches Paar sollen sie Ordnung etablieren im Tempel Gottes, der Schöpfung, welche ihren Zentrum hier dann in Eden findet. Und jetzt nochmal zum Rest von Genesis 2,7 zurück, weil es hängt direkt miteinander zusammen. Die Erschaffung von Adam und die Erschaffung von Eva, also Chawa im Hebräischen. Es ist jetzt die Sache, dass wie gesagt zuerst Adam angeordnet wurde, dass er den Garten behüte und bearbeite in Form von priesterlicher Rolle. Erst danach wurde auch Eva zu dieser priesterlichen Rolle angeordnet, denn in Genesis 2,22 steht: Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Dies brachte sie zu ihm. Das kündigt dann an, dass ihr ebenfalls diese Rolle aufgetragen wurde. Und sie soll es sein als Helfer wie gegenüber von Adam, äußere Connecto, und seine andere Seite, denn sie wurde aus seiner anderen Seite genommen. Beide Seiten werden zusammen ein vollständiges Fleisch werden, laut Genesis 2,24, und können somit die priesterlichen Aufgaben im Tempel Gottes erfüllen, wozu sie als Paar angeordnet wurden. Sprich, Adam und Eva sind ein gesondertes Paar, was dazu ausgewählt wurde, diese priesterlichen Aufgaben im Garten Eden durchzuführen. Und dementsprechend sind die auch nochmal separat erwähnt, im Gegensatz zu den Menschen aus Genesis 1. Jetzt, was hat es auf sich mit dem Odem des Lebens, der in seine Nase geblasen wurde? Dann steht da noch was von, und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Worum geht's da? Im Endeffekt ist das keine große Sache. Manche Leute legen jetzt einen großen Fokus auf Odem des Lebens, das steht bei den anderen jetzt nicht, bei den Tieren oder so, dementsprechend ist das eine besondere Rolle. Würde ich definitiv nicht sagen, aus dem einfachen Grund, dass wir das hier, Nishmat Chaim, nochmal haben in Genesis 7. Also Nishmat Chaim, Atem des Lebens, und dann wird eben geschrieben, Be'apau Nishmat Chaim, also quasi Atem des Lebens in seinen Nasenlöchern. Und ich merke gerade, nein, das ist natürlich falsch, Atem des Lebens in seine Nasenlöcher. Weil es ja darum geht, dass ihm das da rein geblasen wurde. So, jetzt ist aber die Sache. In Genesis 7, 21 bis 22 wird das Ganze sehr, sehr ähnlich erwähnt. Und zwar steht da Nishmat Ruach Chaim Be'apau. Also quasi haben wir nur das Ruach dazwischen, ansonsten genau die gleichen Begriffe. Dementsprechend ist hier klar, dass auch in Genesis 7 das gleiche Konzept passiert. Und da wird das nämlich angewandt auf Vögel, Wildtiere, Herdentiere und Kriechtiere und auch auf den Menschen, ebenfalls in Genesis 7. Sprich, es bedeutet einfach nur lebendig. Das ist einfach der Punkt und es ist jetzt hier kein besonderer Bezug darauf, dass der Menschen irgendwie was anderes noch ist. Also, es geht hier nicht um eine spezielle Eigenschaft des Menschen, es geht einfach darum, dass der Mensch lebt. Dasselbe gilt für lebendiges Wesen, also Nefesh Chaya, ebenfalls wird das für Tiere verwendet. Es geht nicht darum, dass vor dem Narrativ in Eden kein Mensch lebendig war, es beschreibt nur, dass es zu der Natur des Menschen gehört, lebendig zu sein. Und das ist auch super interessant.
Das ist nämlich analog zu der Vergänglichkeit des Menschen, die im selben Vers direkt danach, direkt davor, Genesis 2,7 beschrieben wird. Wie bereits gesagt, lässt sich der Anfang des Verses hier mit "Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker", dass man das verstehen kann als Gott ordnet den Menschen als sterbliches Wesen an. So kann man das verstehen. Die zweite Hälfte wiederum lässt sich als Gott ordnete den Menschen als lebendiges Wesen an. So lässt sich das verstehen. Und wenn man die jetzt hintereinander hat, dann ist das eine direkte Antithese. Er erschuf ihn als sterbliches Wesen und als lebendiges Wesen. Und im Endeffekt wird hiermit ausgesagt, dass sowohl Leben als auch Tod zum Menschsein oder zum Menschen dazugehört. Wir haben hier in Genesis 2 sehr viele interessante Dinge gelesen. Dass Adam aus der Erde kommt, bezieht sich einfach nur darauf, dass Adam sterblich ist. Dass der Mensch also insgesamt sterblich ist, die Menschheit. Und so wird eben beschrieben, dass zum Leben gehört der Tod. Tod und Leben gehört zusammen. Und so wurde auch der Rest der Lebewesen erschaffen. Die Tiere, aber auch die Pflanzen, die hier nochmal explizit erwähnt werden. Die Frau entsteht eigentlich aus der Seite des Mannes. Und somit wird hier unterschieden zwischen Frau und Mann zuerst im Text, nachdem vorher immer nur Mensch stand. Die Frau wird präsentiert als notwendigen Partner an der Seite von dem Mann. Die Frau ist wie dem Mann gegenüber. Die beiden Erzeltern Adam und Eva wurden speziell erwählt und so wird es hier auch beschrieben in Genesis 2. Sie sollen den Garten Eden hüten und somit eine priesterliche Aufgabe als Repräsentanten für die gesamte Menschheit vollbringen. Das Ganze wird dadurch nochmal bestätigt, dass daraus sich die Ehe ableitet und Mann und Frau zusammenkommen und ein Fleisch werden. Denn das wird explizit noch als Begründung angegeben, warum dies der Fall ist. Aber warte mal, gibt es da nicht Stellen in der Bibel, die sagen, dass es keinen Tod gab vor Adam? Widerspricht nicht diese ganze Interpretation, die wir in den letzten Videos aufgebaut haben, komplett diesen Stellen? Genau diese Frage schauen wir uns im nächsten Video an.